Hey Leute, heute zeige ich euch die Möglichkeit, mit MCPC Plus Mods auf Bucket zu installieren. Wir benötigen dazu einen kleinen Bucket-Aufsatz, den man sich runterladen kann. Dieser Aufsatz beinhaltet Minecraft Forge, wie ihr es natürlich auch aus dem Singleplayer kennt. Nur dieses Mal könnt ihr Forge auf Bucket nutzen. Das Ganze ist eine Entwicklung von Minecraft Port Central, wovon es auch eine Homepage gibt. Ja, siehe mal Beschreibung. MCPC Plus ist also Forge nur auf Bucket integriert. Und demnach könnt ihr ganz normale Mods, ja, die ihr auch im Singleplayer nutzt, in den Server installieren. Dafür habt ihr dann den Mod-Ordner, wo ihr alles reinpacken könnt. Und beim nächsten Start des Servers lädt ihr diese Mods dann einfach mit. Für diese Technik gibt es nur wenige Ausnahmen, wo Mods anders oder vielleicht nur bedingt funktionieren. Also könnt ihr aus der Fülle sämtlicher Mods genau die auswählen, die ihr haben wollt. Jetzt zum Clou der ganzen Geschichte. Sofern der Singleplayer genau die gleichen Mods installiert hat wie der Server, so kann der User auf den Server joinen. Falls der User nicht die gleichen Mods installiert hat, kann er auch nicht auf den Server. Das ist ein kleiner Haken, der wohl zu verkraften gilt, denn alles, was an Mods im Bucket Forge Ordner drinnen ist, muss genau in denselben Ordner, den es auch bei Minecraft Forge gibt. Der Server-Admin muss jetzt nur noch den Usern sagen oder zeigen, welche Mods er auf dem Server installiert hat, und es stellt direkt dieselben Mods, die im Ordner sind, online. Somit kann der User dann easy und ohne langes Installieren auf den Server. Aber wichtig Leute, die Versionen der Mods ist auch sehr entscheidend. Darum achtet hier immer genau darauf, welche Versionen auf dem Server installiert sind. Hierbei gehe ich nicht auf die Minecraft-Version ein, sondern auf die Mod-Version, die sich natürlich innerhalb einer Minecraft-Version auch oft ändern kann. So, also, wenn du nun möchtest, dass du Mods auf Bucket spielen kannst, dann schau dir doch bitte mein folgendes Tutorial an. So, nun kommen wir mal zur Installation. Als allererstes würde ich euch empfehlen, mal in die Videobeschreibung zu schauen, denn dort findet ihr alle nötigen Links zu Homepages, Downloadlinks und sonstiges, ja. Da habe ich jetzt einmal hier meinen normalen Serverordner. Da habe ich jetzt einmal die normale MCPC Plus Craft Bucket Jar, die sich natürlich öffnen lässt mit so einer Startdatei, die jetzt von mir nicht weiter modifiziert wurde, denn das sind dieselben, die ich jetzt auch für meinen normalen Bucket Server verwende. Ja, die sind jetzt halt nur so weit bearbeitet, dass er halt einen anderen, ja, Jar-Pfad öffnet. Und dann müsst ihr natürlich schauen, wenn ihr MCPC Plus neu runterladet, hat es am Ende noch so ein, ja, so ein Versionskritzelkram hinten dran. Und da müsst ihr dann halt schauen, dass eure Startdatei, ne, darauf angepasst ist oder dass ihr eure Jar dann demnach auch, ja, so umbenennt, wie das da steht. Dann haben wir jetzt schon mal das Schwerste hinter uns, ja, es kommt zu fassen. Ja, erstmal dazu. Ansonsten, für die Leute, die sich das runterladen wollen, hier ist einmal die Homepage. Und, ja, ne, hier finden wir dann auch einmal diese Jenkins-Seite mit den neuesten Downloads von MCPC Plus. Und, ja, ansonsten kommen wir hier später nochmal zurück. Und da dann halt immer schauen, ne, welche will ich jetzt auf meinem Server haben. Und wählen die dann aus. Und bei diesen Versionen ist eigentlich nur entscheidend, welche Forge-Version da drin ist. Ja? In dieser ganz neuesten, 197 gerade bei mir, ist es die Forge-Version 524. So, das bedeutet, dass im Singleplayer genau diese Version installiert sein muss. Ja? Die muss installiert sein. Und wenn ihr das nicht gemacht habt, dann kommt ihr auch nicht auf den Server. So, dazu aber gleich noch mehr. Wir starten jetzt erstmal den Server. So. Das dauert natürlich jetzt einen kleinen Ticken, weil jetzt erstmal alles vorinstalliert werden muss. So. Und später, ja, je nachdem, wie viele Mods ihr dann drin habt, das ist, ja, da verliert man eigentlich schnell den Überblick. Ja, kann das dann natürlich auch ein paar Sekündchen mehr dauern. Aber davon stirbt ja, glaube ich, keiner. So. Fertig. Und wir haben jetzt eigentlich, ja, den komplett selben Aufbau wie im Bucket-Ordner. Natürlich sind jetzt ein paar neue Dateien drin, die euch natürlich auch irgendwo irritieren könnten. Allerdings zeige ich euch jetzt, wie man die so, ja, was das mit denen auf sich hat. Wir haben jetzt einmal die Properties. Natürlich die Optionen von dem Server sollten bekannt sein, wenn nicht Nachholbedarf. Und diese lassen sich natürlich so umändern, dass man halt irgendwas einstellen kann von wegen Monster an, aus und ja, der ganze Kram eben. Dann haben wir noch einmal die Bucket YML, die natürlich nach Vorbild von Bucket ++ designt ist. Die Insider wissen natürlich jetzt schon wieder, wovon ich rede. Und wir haben natürlich hier die
verschiedensten Möglichkeiten, den Server individuell einzustellen. Von wegen, wo jetzt, ja, sehe ich jetzt gerade, irgendwo die Spawn-Limits sind, wo was geladen wird, mit wie vielen Ticks. Und das sind alles so Feinjustierungen, die man dann irgendwann mal treffen kann, wenn man in der Materie ein bisschen weiter drin ist. Ansonsten für alle anderen, ihr könnt hier die Texte auf umdeutschen, ja. Das sind dann halt diese ganzen Texte, einmal die hier, von Forge. Wenn ihr zum Beispiel irgendwas nicht richtig sein sollte und ihr nicht auf den Server kommt, dann steht es da halt. Das können wir uns gleich nochmal anschauen, wenn wir jetzt einmal drauf joinen. Zunächst brauche ich aber erstmal eine frische .minecraft, weil, ja, da ist anderer Müll drin und der würde nur behindern. Und ihr sollt das so im Video sehen, dass ich jetzt alles so komplett neu mache, ne? Dass ihr euch daran dann orientieren könnt, vielleicht selber mal alles ausmüllt und das dann einmal komplett neu macht. Ne, jetzt nur aus der Sicht vom Server-Admin. Der User muss später eigentlich, ja, nur den Server-Admin anschreiben und sagen, hey, ich brauche jetzt mal die ganzen Mods und so. Und dann packt er sich einfach die in den, ja, Mod-Ordner und fertig. Das ist hier auch so. Da gibt es dann einmal, von Forge diesen Mods-Ordner, da werden die Dateien einfach nur reingepackt und dann lädt der Server die, sofern Forge kompatibel. Aber da gibt es ja schon 1 Million Mods, die das so drin haben. Ansonsten Core-Mods, je nachdem, welche Installationsweise Forge anbietet für dieses für diesen Mod, gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, das zu installieren. Da versuche ich dann nochmal irgendwo Tutorials nachzureichen, wenn ich sie nicht schon mal irgendwo gemacht habe. Um dann zu zeigen, wie man die jetzt richtig installiert oder mehrere zusammen und so, ne? Das ist ja jetzt hier erstmal so Beginners. Und starten jetzt mal hier auf dem Server. Localhost. Localhost. So, natürlich ist der Server jetzt nicht an. So. Jetzt aber. Und dann sagt er uns gleich, ja, hör mal zu. Du hast die Forge-Version entweder nicht drinne oder nicht die richtige. So, gleich. Ping. Ja. Dass wir dir jetzt erstmal nachschauen, wie wir das jetzt beheben mit unserem Client. Der muss ja immer auf demselben Stand sein wie der Server. Auch später dann mit den Mods. Bloß, dass es ein bisschen einfacher ist. So, jetzt kommen natürlich wieder darauf, kommen wir darauf zurück, dass wir die Forge-Version wissen müssen. Das ist die 524 zum wiederholten Male. Und die finden wir hier auf der files.minecraftforge.net Seite. Das ist eigentlich nur so eine Seite, da könnt ihr ja, alle Builds finden von Minecraft Forge, die jemals irgendwann rausgekommen sind. Und da müsst ihr natürlich nach dieser Version suchen, die da drin ist. Ja? Falls ihr irgendwann mal euren Server updaten solltet mit irgendeiner neuen Version, muss natürlich auch jeder User, der irgendwann mal auf dem Server gespielt hat oder spielen möchte, auch eine neue Forge-Version installieren. Das ist der einzige Haken, den ich darin sehe. Ja? Aber durch leichte Kommunikation ist das, ja, wie weggewischt, weil wenn man irgendwann sagt, ja, wir haben jetzt auf dem Server das und das neu und ihr müsst das einmal umrüsten, weil es gibt ja wahrscheinlich auch irgendwo Methoden, Minecraft Forge ganz einfach abzudaten. Aber jetzt so ganz in dem ganz banalen Sinne haben wir jetzt hier die ganzen, ne? Also 524 ist jetzt hier in der Liste. Das ist dann dieselbe, wie da auch steht. Und da klicken wir jetzt einfach auf dieses Sternchen. Laden uns das runter. Dauert einen kleinen Moment. Öffnen dies und bekommen hier so einen Ordner. So, die ganzen Dateien müssen wir jetzt in die Minecraft-Jar einfügen. Das Ganze geht über die, da war ich ja eben schon drinne. Gehe ich nochmal rein. Prozent ab Data. Hier ist die .minecraft. Die Bin. Und die Minecraft Jar öffnen wir. Dann, wo haben wir den das Fenster? Hier von Minecraft Forge. Diese ganzen Dateien. Scroll ich ein bisschen runter. Fügen wir in die Minecraft Jar ein. So, OK drücken. Und jetzt haben wir ja noch den bösen Meta-Info-Ordner. Das Erklären spare ich mir mal. Und löschen den auch nochmal. Ja, ansonsten startet das Ganze nicht. So, zweiter Versuch. Wir haben jetzt die richtige Forge-Version drinnen. Starten Minecraft. Und gucken mal, was jetzt passiert. Jetzt bekommen wir auch schon, ne? Das kleine Fensterchen hier. So. Jetzt steht hier hinten auch schon, ne? Welche Version, oder? 524 war das, genau.
steht da auch sogar hier im Kleinen drin. Dann muss das ja irgendwo auch heißen, wenn ich jetzt zum Beispiel 525 drin habe, dass der Server mir sagt, ja, hör mal zu, wir haben jetzt 524 drauf, du musst jetzt mal ja einen anderen Mod nehmen. Also eine andere Mod-Version. So. Und das Joinen funktioniert natürlich jetzt genauso gut. Ich bin jetzt in so einer verkackten Eiswelt. Aber das macht nichts. Ja, ich bin schon mal drauf und das ist die Hauptsache. Disconnecten wir wieder. Und suchen jetzt mal Möglichkeiten, Mods zu installieren. Ja, jeden, den wir wollen. Da gibt es natürlich eine Fülle an Möglichkeiten. Da habe ich jetzt mal im Internet einfach gegoogelt und das war jetzt so die erste Seite, die mir in den Blick gefallen ist, wo, ja, netterweise mal alles aufgelistet ist und inwiefern das mit Forge kompatibel ist, ne? Sofern irgendwo da nicht steht, ne, not Forge kompatibel, dann könnt ihr den Mod nicht nutzen. Nur über andere Umwege, aber das ist ein anderes Thema. So, Forge Mods. Welchen nehmen wir da denn mal? Das ist echt... Wow, wie viele es gibt. Das ist ja echt unendlich. Was ist so der häufigste? Buildcraft, ne? Da, B. Buildcraft. Bei Buildcraft gibt es natürlich jetzt auch unendlich viele Erweiterungen, die wir uns jetzt, ja... Soll ich das machen? Ja, ich lade mal kurz alles runter. Nee, der Mamu ist viel zu faul, um das alles runterzuladen. Wir benutzen jetzt einfach nur die Standardversion ohne irgendwelche Extras, um das erstmal irgendwo zum Funzen zu bringen. Und gehen dann hier einmal auf den Download und ist ja je nach Seite, ne? Je nach Mod gibt es einen anderen Download. Behalten. Und hier bekommen wir jetzt so eine Jar. So, die packe ich jetzt einmal kurz beiseite. Packe ich weg. Und wie gesagt, ne, ob das jetzt eine Jar ist oder so eine RAR-Datei, die kommen jetzt einfach in diesen Mods-Ordner. Ja? Das ist der Server und da sind Mods. Und diese gleiche Datei kommt in den Forge-Mods-Ordner, in eurem Minecraft-Ordner, den wir jetzt einmal kurz aufrufen. Und da wir Forge installiert haben, haben wir auch da denselben Ordner mit Mods. So. Und da muss jetzt einmal das hier rein... Und das hier rein. So, die dumme 1 nervt mich noch ein bisschen dahinter. Also gleich heißen müssen die jetzt nicht. Nur weil ich das so komisch gemacht habe. Aber es sind dieselben Versionen, es sind dieselben Dateien. Also kann da schon mal nichts schief gehen. Ja, wenn ihr also denkt, wieso geht der Mod jetzt nicht, braucht ihr dann nicht da anfangen, ob jetzt die Kompatibilität irgendwo ja, fehlt. Sondern ihr könnt dann gleich schauen, ist da vielleicht irgendwo der Mod selber dran schuld oder was weiß ich. Gibt es noch einen Startserver? Und der lädt jetzt hier auch schon mal Buildcraft. Ich weiß jetzt nicht, was da alles mit drin ist. Oder ob man das schon irgendwo nutzen kann ohne diese ganzen Extras. Ich lasse mich da einfach mal überraschen. Wie gesagt, ne, mit Mods und so weiter habe ich eigentlich nicht so viel am Hut. Weil manche sind auch komplex. Ja? So Industrial, Computercraft, Buildcraft auch. Red Power. Das sind ja alles so die ganz großen Namen, die jetzt auch in Tacket oder FTB drin sind. Was labert der mich da denn voll? Achso, ich habe glaube ich eine falsche Version installiert. Kann das sein? 3.4.3. Okay, ne, das soll ja auch nur zur Demonstration dienen, dass ich jetzt was Falsches installiert habe und es natürlich auch leicht rückgängig gemacht werden kann. Alles gewollt. Dann haben wir einmal diesen Mods-Ordner und einmal diesen Mods-Ordner. Löschen beides raus. Natürlich muss der Server geschlossen werden. So. Damit, weg damit. Und die Welt hasse ich auch. Und fügen da jetzt mal die neue ein. So. Buildcraft 3.4.3. Eben hatten wir 3.4.0, glaube ich. So. Die machen wir nochmal weg. Und auf ein neues.
starten den wieder. Warten, bis er lädt, weil auch wenn die Version jetzt ein bisschen älter war, ne, der Server und der Client haben ja nicht rumgezickt. Das verdeutlicht ja auch eigentlich nur, dass Hauptsache, ne, die Versionen sind gleich, der Rest ist vollkommen egal. Und es muss natürlich auch auf dem Client laufen. Auf dem Server läuft es ja fast immer. So, Minecraft. Login. Und schauen wir mal, was uns dieses Mod-Dings bringt. Localhost. So. Jetzt meckert er nicht mehr rum. Ha. Okay, schick, schick. Um jetzt einmal zu gucken, ob das jetzt auch irgendwo alles, ja, so sein soll, wie es sein soll. Muss ich einmal kurz meine Steuerung umwerfen. Chat, Inventar. Inventar-Chat. So. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Game Mode 1. So. Haben wir schon gleich viel, viel dickeres Inventar. Und irgendwo können wir jetzt natürlich auch die ganzen. Ja, das sind schon so ein paar Sachen. Ich glaube, man kann hier einfach weiterklicken. Und haben jetzt hier schon mal ein paar Maschinen. Den Steinbruch, also dieser Quarry, den kennt man ja auch noch. Verbrennungsmotor, ein paar Engines. Ja, ich weiß nicht, ob man damit schon irgendwas machen könnte. Die ganzen Dinge kann man ja an die Pipes setzen. Die Pipes sind hier. Die haben auch unterschiedliche Eigenschaften. Und mehr ist ja der Mod eigentlich nicht, ne? Da gibt es natürlich noch tausend andere Maschinen bei Buildcraft und ich könnte jetzt bei jedem einzelnen Mod sagen, wie man das und was installiert. Aber dieses Video sollte jetzt eigentlich nur demonstrieren, wie man das ganz grob macht. Erstmal das Grundgerüst, damit man erstmal, ne, ein paar Mods mehr installieren kann. Und falls es irgendwann mal nicht weitergehen sollte, macht einen Schritt zurück, löscht nochmal die Sachen und macht das alles nochmal neu. Und dann schleichen sie natürlich auch immer so kleine Fehler ein. Und irgendwann, wenn ihr den Server genug gebastelt habt, das ist natürlich auch eine tolle Zeit, wenn man da jetzt ein paar Stunden in investiert, um jetzt den Server mit Mods und so weiter aufrechtzuerhalten, dass alles funktioniert, alles einmal ausgetestet ist und ihr dann sagen könnt, Leute, ladet euch mal das hier runter, ja, ihr müsst natürlich Forge installiert haben und packt das in euren Mods-Ordner. Dann haben die es reingepackt und können auf dem Server joinen und das Ganze spielen. Ohne weiteres, ja, nicht irgendwelche Dateien noch öffnen, sondern einfach rein einfügen. Mehr wird von dem User gar nicht mehr verlangt heutzutage. So, ich gehe jetzt aber trotzdem mal raus. Die ganzen Items. Gibt es da auch nochmal einen extra Trichter? Den gab es wahrscheinlich damals schon. Dann haben Minecraft das so übernommen. Oder andersrum. Philosophieren wir ein anderes Mal weiter. So, und wir können natürlich beliebig unendlich viele Mods da jetzt reinpacken. Es sei denn, ein Mod wischt dem anderen das Licht aus. Und da kommt es dann zu einer, ja, Inkompatibilität. Aber wenn es so ist, dann ist es halt so. Aber soweit so gut. Erstmal zu MCPC Plus. Die ganzen Links und so weiter, besonders die hier, ist cool. Ich muss aber trotzdem sagen, ne, ein paar davon funktionieren vielleicht nicht auf Bucket. Ja, dann müsst ihr das halt auslassen. Aber so Buildcraft und so, die ganzen, die auf Tacket laufen, sollten kein Ding sein. Überhaupt kein Ding sein. So. Und wie gesagt, ne, falls ihr Plugins haben wollt, auch immer hier mal schauen. Ansonsten, ne, auf bucket.org. Die haben übrigens jetzt auch, seit wann haben die da Werbung drin, ne? Da kommt sie jetzt auch schon. Und geht auf Bucket Dev und ladet euch da die Plugins runter. Sollte ja kein Ding sein. Okay. Soweit, so gut. Ich werde in den nächsten Tagen versuchen, weitere Tutorials bzw. Videos hochzuladen, wie man einzelne Mods, wo es dann halt schwieriger wird, die zu installieren, draufzupacken oder mal ganze Pakete zu erstellen oder sonstiges. Falls nicht, habe ich es vergessen und wir sehen uns dann im nächsten Video.